Mein Eindruck ist sehr, sehr gut. Die Strukturen in diesem Verein sind sehr gut. Es wird sehr gut zusammengearbeitet. Wir haben zwei sehr gute A-Plätze. Jeder Verein hat noch einen sehr guten B-Platz. Der Platz in Wippershain ist eigentlich immer bespielbar, kann man immer drauf, auch wenn Schnee liegt. Für die Witterungsverhältnisse relativ zufriedenstellend. Wir haben eine sehr gute Trainingsbeteiligung. Aber es ist natürlich demotivierend, wenn man fast gar nichts am Platz machen kann. Ja, wir wollen auf jeden Fall den Relegationsplatz erreichen, ob man nochmal Soisdorf angreifen kann. Ja, das ist schon fraglich bei 6 Punkten Rückstand und ein Nachholspiel für Soisdorf. Ich habe auch gestern gedacht, dass sie vielleicht nicht ganz so gut aus den Startlöchern kommen. Und ja, zu Hause gegen Rasdorf Punkte lassen, haben leider wieder 1:0 gewonnen. Deswegen schauen wir erst mal auf einen Relegationsplatz und ja, wenn es wirklich noch möglich sein sollte, oben anzugreifen, wäre das wunderschön, aber da müssen wir halt unsere Hausaufgaben erstmal machen. Ja, durch Arbeit und auch eine Woche, wo er krank war, konnte er leider nicht so viele Trainingseinheiten machen. Deswegen fehlt ihm noch die Bindung zur Mannschaft, aber er ist sehr, sehr beliebt. Und was ein Fabi Kempka für eine Mannschaft leisten kann, das weiß ich. Deswegen wird er eine wunderschöne Zeit haben und wird uns ja, bei dem Zielaufstieg hoffentlich ein ganzes Stückchen weiterhelfen. Ja, also ich habe mich mit einem Großteil der Mannschaft unterhalten. Der Konsens dabei ist, dass die Mannschaft zusammenstehen will, falls wir das Ziel Aufstieg nicht schaffen sollten. Und ich sehe so viel Potenzial in dieser Mannschaft und so viel Willen, dass ich da natürlich auch gerne mitarbeiten will. Deswegen sage ich ja, ich bleibe bei der SG. Nein, definitiv nicht. Ich werde mich eher auf die alten Herren in Sorgercados konzentrieren, wo halt auch sehr viele Freunde von mir spielen. Ich denke auch nicht, dass ich die Mannschaft in irgendeinem Falle weiterhelfen könnte. Dazu ist der Kader einfach zu groß. Auf jeden Fall die Freude über den Sieg. Es war ganz, ganz wichtig für uns, mit einem Sieg in die Rückrunde zu starten. Aber ich hätte lieber 2:0 gewonnen anstatt 6:3, weil 3 Gegentore sind natürlich zu viel. Dass wir in der Lage sind, 3, 4 Tore zu schießen, das war mir schon klar. Aber wir haben in der Abwehr doch teilweise geschwommen und das ja, müssen wir schleunigst abstellen. Ja, wir haben ja das Spielsystem geändert und da sind Automatismen, die noch nicht so laufen. Ich habe mir von der Vorbereitung natürlich sehr viel versprochen, dass man sehr viel im taktischen Bereich arbeiten kann, aber wenn man überhaupt nicht auf den Platz gehen kann und kann halt nur so Schneefreundschaftsspiele machen, dann spielt man sich natürlich nicht ein und das hat man halt auch beim Gegentor gemerkt. Auch wenn wir dann Rivalen wären, wäre das, glaube ich, das Schönste, was mir passieren könnte. Der Verein Sorgercados bedeutet mir unheimlich viel und ich wünsche Ihnen allen Erfolg, den es gibt. Aber natürlich würde ich es auch meinen Spielern gönnen, diesen Schritt nach oben zu machen, weil das Potenzial auf jeden Fall vorhanden ist. Und ich weiß ganz genau, wenn wir wirklich noch so solide zusammenarbeiten, dann werden wir auf jeden Fall diesen Weg nach oben gehen.